Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des gepflegten Gamings, zurück hier bei Bundesliga Manager Hattrick in Folge 108. 108? Ja, mein Name ist Lomdom Silver, schön, dass du dabei bist im Spiel, im heißen Kampf hier in der Bundesliga zurzeit gegen Schalke. Die waren letzte Saison eigentlich gar nicht so schlecht, stehen zurzeit auf Platz 14, aber wir haben ja erst den fünften Spieltag. Das heißt, alles ist noch drin, es ist noch nichts verloren. Und hier können wir nochmal gerade gucken, ob hier wie hier noch was verloren wäre. Oh, da würden wir viel bekommen. 500 Euro läuft das aus. Ja, ansonsten 600 Euro das. Das ist natürlich schade. Okay, na gut. Okay, wir sind gerade dabei, ein paar Spieler zu verkaufen, weil wir immer noch wieder zu viele Spieler haben. Aber wir haben uns ein bisschen verjüngt. Deswegen war das wohl gerechtfertigt. Balenciaga wollen wir verkaufen. Dann wollen wir den Draxler verkaufen. Und eigentlich wollen wir den Friedrich verleihen. Friedrich hat wieder zwei Kaufangebote. Das natürlich mistig ist. Ja, müssen wir einfach mal schauen, was da kommt. Ich keine Ahnung. Ansonsten ziehen wir den einfach durch. Also er kostet uns, was das angeht, der Friedrich, kostet uns, glaube ich, nicht so viel, oder? Ja, hier 35, da können wir quasi zwei Friedrichs haben. Der hat auch nur eine Stärke von 74, weswegen ich ihn gerne verleihen wollen würde. Mit einem Alter von 21 wäre das eigentlich ein optimaler Kandidat dafür. Leider findet sich da kein Angebot für. Immer nur kaufen. Aber kaufen, verkaufen will ich gar nicht. Jetzt könnte man natürlich nochmal sagen, ja, machen wir mal hier eine Prämie und so. Ja, ich weiß. Wir könnten natürlich bei den Stürmern gucken, dass die Torprämie machen oder hinten eine zu Null Prämie machen. Gab das wäre eigentlich die entscheidende Sache, dass wir das nochmal machen, glaube ich, ne? Oder? Wie schaut es aus hier? Prämien, Prämie, Prämie. Ach, guck mal, die haben alle noch ihre Prämien. Torprämie, so ein Quatsch. Null. Meisterprämie. So, die Meisterprämie ist auf jeden Fall gut. Bleibt das dann auch dabei? Nee. Was? So. Hat er das jetzt gefressen oder was? Mann, immer noch nicht. Was soll die Shit? Also das mit der Prämie verstehe ich hier nicht. Wie sieht das bei den neuen aus? Ihr Geist zum Beispiel ist ja neuer. Da dürft ihr die ja eigentlich gar nicht kriegen, oder? Der kriegt gar keine Prämie. Okay. Okay. Pass auf. Dann mal gucken, was bei den Stürmern so ist. Meisterprämie, ja. Torprämie auch. Warum die dann nicht treffen, ist eine gute Sache, ne? Also, das ist eine gute Frage, meine ich. Nicht eine gute Sache. Eine gute Sache ist was anderes. Ramos, wie sieht es bei den Mitprämien auch? Ich glaube, das Gleiche. Er hier auch. Jawohl. Aber die neuen. Wie jetzt hier ein Hövedes, Hövedes. Die haben die Prämie nicht. Okay. Jetzt könnte man natürlich auch sagen, okay, machen wir hier eine zu Null Prämie noch. Gibt es die? Gibt es gar nicht. Ach Mensch. Aber Meisterprämie wär schon mal interessant für euch Leute. Also ihr könnt euch ja eigentlich gar nicht vor Lachen krümmen, wenn ihr Meister werdet. Und ich muss latzen. Das ist ja noch das Schlimme daran. Naja. Wäre auch gerechtfertigt. So geht's gegen Schalke. Zu Hause. Mal gucken, wie es wird. Aufstellung hatte ich letzte Saison, letzte Folge schon gemacht. Ich sag mal, letzte Saison. 1 zu 0. Freude. Gelbe Karte. Ii. Da ist Schalke. Oh. Gut gehalten. Gut gehalten von Embolo. Da nochmal Schalke. Vorsicht, Vorsicht. Nein! Da ist es passiert. Baba. Das finde ich auch Baba. So, einmal wechseln bitte. Ich werde nämlich sonst wieder nervös. Oh, guck mal. Oh, die Abwehrspieler hier. Guck mal hier. Das können wir mal rein für den. Oh, geht gar nicht für den Klebereis. Das ist blöd. Da müssen sie weiterspielen. Da würde ich den Ramos rein. Ansonsten. Çalhanoğlu ein bisschen Erfahrung reinbringen auf die rechte Seite. Jawohl. Und den Geis auch tauschen für den. Und gucken, was passiert. Hoffen wir, dass wir noch das entscheidende 2 zu 1 machen. Nein, das ist dabei geblieben. Leider nur unentschieden gegen Schalke. Das ist blöd. Das ist blöd. Wir kommen nicht voran. Also eigentlich würde ich schon gerne viel weiter vorne stehen. Klar, wer will das nicht? Aber das mit der Mannschaft. Alter, Javi Martinez. Guck dir den an, ey. 99, 99, bam, 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 bam. Aber der ist zu so teuer. Den holen wir uns auf keinen Fall. Interessant ist nur, wo er hingeht. Ne? Deswegen bieten wir da mal mit. Fake bieten wir mit. Und gucken einfach mal, was passiert. Ich bin ja schon neugierig. Zumindest nehmen wir dann einen, ja, nehmen wir dann einen, der dann daran teilnehmen würde, einen Beatplatz weg. Guck mal, der ist jetzt hier ganz rechte Seite. Nee, das brauchen wir auch nicht. Das ist ja auch Quatsch.
Na gut, Balenciaga? Nein. Hier, der ist er. Javi Martinez. 1 Euro. Damit wir ihn auf keinen Fall kriegen. Dann hier auch. Machen wir mal hier ganz, ganz großzügig. 1 Euro. Du darfst bei uns spielen. Ne, nehmen wir also mal einen Beatplatz weg. Mal gucken, wo er hingeht. Hoffentlich nicht nach zum deutschen Verein. So, Draxler. Immer noch nicht. Friedrich. Immer noch die beiden. Ach, das ist natürlich schade. Gut. Gegen Darmstadt. Das sind die, die in Europapokal der Pokalsieger spielen. Die haben letzte Saison, ich weiß gar nicht, wie haben die gespielt. Warte mal, wie haben die denn letzte Saison gespielt? DFB-Pokal. Vorherige Ergebnisse abwarten. Achso, nee, kann ich gar nicht mehr sehen. Oh, oh. Wie spielen gegen die Bayern? Oh, nee, nein. Das ist natürlich auch wieder superb. Ah, Mann, ey, habe ich gar nicht gesehen. So ein Mist. Schon wieder gegen die Bayern. Da muss man durch, ne? Wenn man Meister werden will, muss man gegen alle gewinnen. So ist das halt. So. Hövedes kommt mal mit. Also diese Form gefällt mir gar nicht bei Hövedes. Hier dann Meier raus. Nee. Doch. Machen den Meier mal raus. Dafür kommt der Schweini mit. Ansonsten. Ja, ansonsten sortieren wir erst noch mal ein bisschen. Boateng da. Oh. Ich könnte mir den Hövedes spielen lassen, würde ich sagen. Hövedes für den Knoche. Ja. Das ist doch gut. Das ist doch gut. So gefällt mir das. So, Draxler steht gut. Schäfer sieht wunderbar. Ja, die stehen auch alle wunderbar. Wobei Ramos, nein. Ich würde den die Santos spielen lassen. Obwohl es da nicht so gut drauf ist hier. Was ist denn los? Spiele in der Saison 4-1. Ramos hat 4 Spiele und 0 Tore. Eigentlich wäre der besser, der Di Santo. Aber ich lasse den Ramos mal ran, weil er einfach besser in Form ist. So. Eine Sache noch, bevor ich es vergesse. Gucken wir mal wegen Manndeckung. Ja, das ist auf jeden Fall sinnvoll diesmal. Da, Wagner. Dann hier. Er. Und er kriegt hier den Stürmer. So, jetzt hat jeder seine Aufgabe, sollte eigentlich fluppen. Stärketechnisch auf jeden Fall. Auf geht's da nach Darmstadt, denn die Party, ihr wisst ja, findet im Darmstadt. Ah, leider. Oh, hab nichts gesagt. Locker verwandelt, sehr schön, Draxler. Der Elfmeter-Killer. Laut ihn rein hier, meine ich. Ramos, gelbe Karte. Ja, ich kann nicht wechseln. Da wäre ein Button so schön, wenn man sagt, okay, muss man alles wissen. Ja, muss man wissen, okay. Ich habe es gefunden, aha. Ramos, dann doch der Di Santo. So. Komm, mach noch ein Tor hier. Also nicht ihr. Was wär's? Gottes Willen. 1-2-1 gegen Darmstadt. Das ist auch wieder lausig, aber wir sind gar nicht so schlecht, weil die anderen auch abgekackt haben. Ah, Gott, ey. Guck mal hier, Dortmund. Volle Hütte, ey. Wahnsinn. Guck mal, 1-2, die werden doch Meister. Die werden doch Meister, kannst du sagen, was du willst. Hier, oh, hier, Dembélé, Sportinvalide. Sportinvalide. Wir haben hier einen Spieler, der interessant ist. Nee, alle so alt. Aber dafür sind die relativ stark, ne? Kannst du sagen, was du willst. Relativ stark. Naja, da kommen wir auch noch hin. Hoffentlich. Jetzt spielen wir gegen Ingolstadt. Da haben wir ja unseren Spieler hinverkauft. Da sind sie, mein Gott. Wie ist er denn in der Aufstellung? Hallo? Bin ich jetzt Jack? Habe ich dir da nicht dahin verkauft? Hä? Habe ich nicht einen Spieler nach Ingolstadt verkauft? Warte mal. Der Passlack wurde nach Ingolstadt verkauft. Ach, da oben ist er. Ach Gott, ich bin auch ein Dämlack. Ja, okay. Alles klar. Ja, jetzt wird es natürlich zeigen, wie gut Ingolstadt ist. Also stärketechnisch. Ja, mittlerweile auf 9. Also da haben sie sich schon verbessert, aber das ist natürlich nichts. Das heißt natürlich nichts. Guck mal, wer hier noch bieten möchte. Warte mal, was war das denn, Torhüter? Achso, Müller. Gut. So, was haben wir sonst noch hier? Draxler und Friedrich. Wobei Stindl wäre nochmal interessant. Nehmen wir mal mit. Einfach mal so, um uns da zu platzieren. Nix, okay. Draxler, nein. Friedrich, immer noch dieselbe Kacke. Stindl, gleiches Spiel. Machen wir auch mal hier. Ich will mal wissen, wo der hingeht.
Der ist nicht schlecht, aber der ist ganz rechts, da so dieses System spielen wir nicht, deswegen brauchen wir den gar nicht. Und auch hier das gleiche. So, zack. Oh, er geht nicht sofort drauf ein. Vielleicht ein bisschen später drauf ein. Er geht gar nicht drauf rein. Das muss man mal so ganz knallhart sagen. Das ist ein scheiß Angebot. Ganz einfach. So, Balenciaga, da können wir wieder ein bisschen sparen. Das machen wir auch nochmal gerade zwischendurch. Boateng. Nö. Höwedes, den können wir. Ja, Höwedes können wir jetzt langsam runterbrechen. Da warten wir nochmal eins. Draxler. Draxler. Ja. Toni Kroos. Di Santo. Gehen wir das ganz schnell durch hier. Kostic. Ah, der verdient sowieso nichts. Aber sagt ihm das nicht. Sagt ihm das bloß nicht. Hier Geist, der ist auf jeden Fall auch so ein Kandidat. Den können wir mal wieder. So, Schweini. Auch noch zu früh. Coman. Auch nicht. Klebereis. Das ist der Topverdiener hier bei uns. Bell und Friedrich. No. Was können wir mit dem eigentlich noch machen? Können wir mit dem irgendwas machen? Nee. Den würde ich gern vermieten, verleihen, verdammt. Das ärgert mich wirklich. Kolossal. So, Aufstellung, jetzt geht's gegen Ingolstadt. Lassen wir uns nicht lumpen hier. Machen wir mal ein schönes Spielchen. Also, gucken wir mal. Wie sieht's aus, wer Höwedes? Hat er formtechnisch ist der immer da unten. Komisch. Richtig komisch. Dann Bell raus, dafür kommt der Balenciaga rein. Boateng. Ja, ich müsste Boateng spielen für den Balenciaga. Ja. So wird's gemacht, so wird's gemacht. Achso, hier einer von beiden muss raus, da kommt er raus. Schäfer auf der rechten Seite für den Meier, jo. Wobei, nicht ganz rechts, nur mittelrechts. Jo, so sieht's aus. Okay, dann mal die Aufstellung korrigieren. Tipp. Hab ich ja gesagt, Schäfer soll dahin, Schweine soll dahin. Ja, Gott, ey. So. Ach so. Ja, jetzt haben wir beide drauf, ne? Das ist natürlich doof. Nee, nee, das geht nicht. Dann muss der Groß da rein für den Geist. So. Habe ich nicht gesehen, dass die beide auflaufen wollen. Aber das geht natürlich nicht, ist ja klar. So, hier das Spiel geht auch soweit gut. Bis auf die Tatsache, dass der. Ich würde den Coman spielen lassen und dann auf der linken Seite doch eher den Kostic für den Robben. So. Auf geht's in die nächste Runde. Ja, gut, da können wir wieder ein bisschen runtergehen. So. Das wird nicht so voll werden gegen Ingolstadt. Mal gucken, wie unser ehemaliger Spieler sich schlägt. Ob er eine gute Verteidigung darbietet. Oh, Córdoba. Auch ehemaliger Kölner, der Córdoba. Knoche. Da ist das Ding. 1-0. Wunderbar. Da konnte der Passlack nicht eingreifen. Oha. Viel los hier. Viel los. Kostic. Da ist das 2-0. Wunderbar. Jo. Wenigstens gewinnen wir doch nochmal ein paar Spiele. Oh, wir sind auf Platz 5. Leute, Leute, wir kommen langsam nach oben. Ja, nicht zu früh, Freunde. Friedrich wird es nächste Woche entscheiden. Oh nein, das Spiel gegen die Bayern. Eieiei. Eieiei. Das könnte ich getrost mal ignorieren gerade. Ja. Aber was willst du machen? Da müssen wir durch jetzt. Bringt Kohle wenigstens. Müssen wir es positiv sehen. Kann ich denn sehen, wie die Bayern denn auflaufen werden? Klar, ich habe doch gerade hier das. Okay, 3-5-2 spielen die. Das heißt, die kommen aus dem Mittelfeld. Das heißt, wie wäre es denn mit meinem Systemtechnik? Warte mal, was haben wir denn für Möglichkeiten? 3-5-2 auch auflaufen werden. Wie wäre es denn damit? Ja? Sollen wir das mal probieren? Oder wie wäre es hier? Nein, ist zu defensiv. Aber 3-5-2 finde ich auch mal ganz nice. Irgendwie schon, ne? Wir machen das mal. Wir machen das einfach mal. Wir gucken mal, was passiert. Auf jeden Fall, Di Santo, der spielt da. Der Robben spielt da. Okay, pass auf, da müssen wir aber mal gucken, dass die Stürmer besser drauf sind. Hier, Coman. Kostic verletzt. Verletzt sag ich schon. Ramos kommt rein. Dann kommt der Robben aber raus. Ja, der Coman ist besser drauf gerade.
Ansonsten. Ja, das ist natürlich jetzt total dämlich. Ja, ist der Geiss und der Draxler, ne? Das ist beides. Warte mal. Ja, kommt der da hin? Nee, er will auch nicht. Mann, keiner will da links spielen. Was ist das denn? Hier Kroos kommt rein für den Draxler schon mal. So, haben wir den schon mal positioniert. Dann brauchen wir noch einen, der auf linke Seite spielt. Ich habe natürlich jetzt alles ein bisschen umgestellt, ne? Das heißt natürlich. Also ist natürlich jetzt ungünstig. Ne, kann man nicht machen. Ich glaube, wir lassen es trotzdem mal so. Jetzt machen wir Manndeckung. So. Alles klar. Dann hier Reus und hier, wen nimmt er? Ah, kein. So, Freunde. Oh, ich würde gerne die Creme aussprechen, aber es nützt ja alles nichts. Schade. Auf geht's gegen die Bayern. Hoffen wir mal, dass die neue Aufstellung funktioniert. Sieht nicht so aus. Obwohl, wir haben eine Chance gehabt. Vielleicht war es einfach nur Pech. Oh, die hauen uns wieder weg. Ribéry. Oh Mann. Vor allem nach so 20 Minuten schon 2-0 Rückstand, das ist furchtbar. Ramos, nein! Mann, chancentechnisch sind wir gleich, aber die Auswertung ist, die Chancenverwertung ist natürlich wieder bei uns nicht so gut. Oh, da ist das 3-0 Reus auch noch. Den wollten wir auch mal haben. Hallo, Wechsel, Wechsel? Ich kann nicht mehr wechseln. Mann, Mann, Mann. Schade, wir sind ausgeschieden gegen die Bayern. Ja, gut. 3-0, hier sehen wir es. Ich hab's irgendwie erwartet. Sorry, Leute. Da muss ich durch. Ach, Mann, ey. Furchtbar. So, hier, Friedrich. Nein, will ich nicht. Ich will ihn verleihen, verdammt nochmal. Oh, unser Jan Sommer fällt aus. Oberschenkel. Adduktorenzerrung. Das ist nicht gut. Und wir kriegen ein bisschen Kohle für die Live-Übertragung. Ja, schade. Wir sind raus aus der Nummer. Ah, das ist ärgerlich. Richtig ärgerlich. Ich hasse das. Ich hasse das. So, wir gucken mal gerade, wie das bei den anderen gerade ausschaut. So, Balenciaga. Oh, guck mal hier. Eieiei. Ja, sehr schön. Den könnten wir theoretisch schon nach Sevilla verkaufen. Guck mal, hier ist ein Leihangebot. Da kriege ich einen Affen, ey. Das sind wir. Okay. Draxler, nein. Bayern München, nein. Die wollen ihn unbedingt haben, ich merke es schon. Lars Stindl, ja, okay, da werden auch wieder die Bayern dran. Hey, Freunde, ich muss mal kurz was fragen. Also, taktikmäßig, ganz klar, ich würde wieder in unserem 3-4-3-System spielen. Hat sich bei uns ein bisschen etabliert. So, das ist schon mal Punkt 1. Wie sieht es aus mit der Taktik? Da frage ich euch auf jeden Fall noch. Wie haltet ihr das mit der Taktik, wie wir sie machen? Ne? Gerne mal in die Kommentare schreiben, Verbesserungsvorschläge, wie auch immer, in die Kommentare, immer her damit, weil ich bin da gerade ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen ratlos, weil wir sind super drauf von der Stärke. Wir sind ein bisschen runtergekommen von der Stärke. Naja, auf jeden Fall sind wir eigentlich ein Kandidat oben für die Meisterschaft. Wir dümpeln aber tatsächlich momentan auf Platz 5 rum. Sieht jetzt erstmal besser aus, als es ist, weil wir haben noch andere Gegner vor uns und in der letzten Saison haben wir festgestellt, wir sind hier gelandet und ich befürchte, dass wir das auch wieder mit der Konstellation. Frage, wie können wir unsere Leistung verbessern? Gerne mal in die Kommentare schreiben. So, und die Sache natürlich, wie sieht es aus mit Friedrich? Ja, möchte ich verleihen, aber ich kriege es irgendwie nicht hin. Ich weiß es nicht. Ich könnte ihn tausendmal hier so draufsetzen. Warte, was ist denn, wenn wir das so machen? Friedrich? Ja, ist schon ist er drauf. Ja, ich kann nicht viel machen hier. Egal, wir setzen ihn nochmal drauf, in der Hoffnung, dass es, wenn nichts, dann, wenn jetzt ein Verkaufangebot kommt, sollen wir Friedrich verkaufen, ja oder nein? Auch das bitte mal in die Kommentare schreiben. So, an dieser Stelle ist erstmal Schicht im Schacht. Ich glaube, wir haben keinen, den wir wollen wirklich. Nee, deswegen können wir wieder ein bisschen Kohle zurückzahlen. Im Prinzip alles, was wir können.
So, zack. So. Damit haben wir aber auch das, was das angeht, nur noch 10.000 offen, was wir jeden Monat bezahlen müssen. Das ist auch okay, das ist nicht so viel. So. Ich mache Schluss für heute. Danke dir fürs Zuschauen. Falls dir gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn du nichts verpassen möchtest, gerne abonnieren und die Glocke aktivieren. Dann bekommst du nämlich sofort Bescheid, wenn eine neue Folge online ist und verpasst somit auch keine. Das kann ich dir auf jeden Fall wärmstens ans Herz legen. So, ich mache jetzt mal ein kleines Bäuschen, schneide das Ganze mal und mache mir Gedanken, wie wir die nächsten Folgen etwas höher kommen werden. Ich habe auch wieder so Bedenken. Guck mal hier, Platz 17 gegen HSV. Sieht jetzt erstmal eindeutig aus, aber ich fürchte, da könnte so auch wieder Probleme kriegen. Naja. Wenn du es nicht verpassen willst, sei dabei. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.